Jawohl, ja, ich bin jetzt schon beim Danach, weil ich habe irgendwie davor vergessen anzumoderieren, aber naja, ist jetzt auch egal. Bin jetzt schon beim Feierabendbier und ja, sonst drückt noch mal kurz auf Pause, ab in den Keller, eine Kiste geschnappt, nee, eine Flasche reicht und dann kommt zurück, guckt euch das Video an, weil heute gibt es mal ein paar coole Infos, wie das eigentlich so geht mit einem Ölwechsel bei der Diabik und ja, dann machen wir nebenbei halt quasi so eine kleine Inspektion, weil Ölwechsel heißt immer gleich drei, vier, fünf Sachen auf einmal. Dann macht das auch einfach bitte vernünftig und dann ist danach auch wieder alles im grünen Bereich. So, jetzt gucken wir mal und widmen wir uns mal der Arbeit. So, mitkommen. Jo, zurück im Geschehen. Ja, wir bauen diesen Rammschutz ab. Vier Schrauben sind das, zwei links, zwei rechts quasi. Und dann müssen wir die ganzen Steine erstmal ausschütten aus dem Ding. Ja, und dann 19er Schlüssel, nee, 17er Schlüssel und dann die Ölablassschraube einmal abgeschraubt oder aufgemacht. Und mit gekonntem Schwung nimmt man die natürlich raus, ohne sich einzusauen. Hervorragend. Ja, einmal sauber machen und gucken, was auf dem Magneten drauf ist. Das Ganze dann später mit einem Lappen abnehmen, wenn man so will. Ein bisschen Späne kann da mal drauf sein. Ja, wir können jetzt schon mal die Zeit nutzen und rundrum den Lichtmaschinendeckel öffnen. Und jetzt machen wir da unten diese vier Schrauben erstmal ab. Ja, und den Deckel macht wahrscheinlich kaum jemand ab. Das ist dann der Deckel für den Ölsumpffilter, wenn man so will. Das heißt, da unten ist die Ölpumpe und davor sitzt so ein ja, Siebfilter und den sollte man doch ab und zu mal wenigstens einmal wenigstens angucken und auch mal reinigen. Da setzt sich dann die ganze Pampe vor, ja, was keiner haben will und was sonst nicht rausgefiltert wird. Also aus dem Ölsumpf selber und unten drin sind dann nochmal hinter dem Deckel zwei M4 sind das, glaube ich, Immusschrauben. Und dann sieht das Ganze so aus, wenn man reinguckt. In der Mitte ist da quasi dieser Ölansaug. Da liegt auch ein bisschen Graffel vor. Und da ist dieses feine Sieb halt. Und das liegt unmittelbar vor der Ölpumpe. Ja, dann alles sauber machen. Neue Dichtung wieder rein. Das ist so eine O-Ring-Dichtung. Und dann alles wieder zusammenschrauben, logischerweise. So, was macht er jetzt? Der ist ja total durchgedreht, ey. Nee, jetzt ist es hier nicht malen nach Zahlen, sondern das ist diese Pappe, wo man jede Schraube einmal kurz aufmalt. Und da jede Schraube da eine unterschiedliche Länge hat auf diesem Deckel, nimmt man diese Pappe, macht da mit einem Schraubendreher halt ein paar Löcher rein und kann dann anschließend die ganzen Schrauben in dieser Pappe vernünftig positionieren. Ich blende euch hier mal einen Link zu dem anderen Video ein. Das ist, wie waren das? Ausgleichswellenkette spannen. Das macht man im selben Atemzug, wo man auch den Ölwechsel macht. Deswegen, Ölwechsel bei dem Ding ist jetzt echt ein bisschen aufwendiger. Das dauert jetzt schon mal länger als 10 Minuten. Ja, und darauf aufpassen, dass einem nicht die ganzen Zahnräder wegfliegen. Das ist nämlich die Zahnräder für den Starterantrieb. Ja, und die auffangen, später halt wieder an die richtige Position. Wie gesagt, das erläutere ich alles in einem anderen Video. Kurz mit dem Kabelbinder den Deckel anstrapsen oben. Das ist dann die einfachste Variante. Die Kette nachspannen. So widmen wir uns dem Ölfilter. Ja, einmal den Deckel abschrauben. Bis dahin ist noch einfach. Vorsicht, da ist ein bisschen Druck hinter. Einfach weil dahinter eine Feder ist. Komme ich gleich noch drauf zurück. Da den O-Ring eben gerade einmal wechseln. Da kommt ein neuer O-Ring rein. Dann kommt der Filter rein. Mit der Öffnung logischerweise nach hinten. Passt noch einmal. Hier auch einen neuen O-Ring drauf auf den Deckel, ein bisschen einschmieren mit Fett oder mit altem Motoröl und dann diese Feder an der Stelle, da drauf. Also ich habe schon ganz oft gesehen, dass die Feder auf der Rückseite eingebaut ist. Also ich weiß nicht immer, irgendwie Ölfilter beim Motorrad ist anscheinend immer voll die Challenge, habe ich so ein paar Mal jetzt schon festgestellt bei diversen Fahrzeugen. Ja, dann alles natürlich mit Drehmoment abknacken, weil ist Alumotor. Also ich meine das auch immer ernst, weil ganz schnell kann man sich da wirklich alles vergrießgnaddeln. Und dann kann es losgehen. So, nächste Geschichte. Also einmal den Tank runterbauen. Ne? Also bei den ersten Modellen, so wie die hier, SR41, da gibt es ja zwei Tankhälften.
Bei den späteren gibt es dann ja einen Bollertank, aber hier ist halt eben zwei Tankhälften. Ja, das ist der Ansaugschnuffi für den Luftfilter. Dazu muss man auch den Tank rausbauen, weil man kommt an die dritte Schraube ansonsten nicht ran. Ganz wichtig ist, dass dieser Ansaugschnuffel halt auch wieder da reingedrückt wird. Wenn man das nicht macht, gerade bei den SR41, dann flattern halt eben schon mal die Vergaser dauernd durch die Gegend und dann kriegt man im Teilersbereich keinen vernünftigen Motorlauf mehr hin. Also es ist echt wichtig. So, dann Zündkerze gleich mit rausnehmen, wenn der Tank ab ist und einerseits, damit man den Motor frei drehen kann und andererseits kann man gleich die Zündkerzen wechseln. So, dann die Wartungsdeckel für Ventileinstellungen oben abnehmen und den Motor natürlich eben gerade gesehen auf OT stellen, damit man überhaupt einstellen kann. Motor muss natürlich kalt sein, also 20 Grad wäre halt so ganz optimal. Fühlerleere nehmen, die richtige Größe auswählen. Jeder Motor hat nochmal unterschiedliche Abstände, also darauf achten, Baujahr und sowas, was man da jetzt wirklich braucht. Und dann einfach mal mit der Fühlerleere durchgehen. Und normalerweise neigen Ventile ja dazu, dass sie eher zu eng werden, weil die arbeiten sich dann in den Kopf ein und dementsprechend wird dann der Abstand eigentlich kleiner über die Jahre halt oder über die Kilometer, wie auch immer. So, jetzt habe ich den Kopf ja vor ein paar Jahren mal überarbeitet und ja, hier ist es halt eben auch tatsächlich auch schon mal eine ganz gute Änderung, die ich jetzt mal einstellen muss. Und bei der Einlassseite war es noch halbwegs okay. Hier ist jetzt die Auslassseite, also andere Seite vom Motor quasi. Und da ist schon dolle eng gewesen. Hier nebenbei noch die Zündspulen oben rausgenommen, einfach um die nochmal durchzumessen. Das ist dann so ein Abfallprodukt, weil ich sag mal, das Moped ist ja schon ein paar Tage 50 alt und dann kann man ruhig mal gucken, ob die Zündspulen noch in Ordnung sind. Misst man halt einmal Primär- und Sekundärspule halt durch und dann kann man sie wieder einbauen, macht sie nochmal ein bisschen hübsch und dann hat man ganz lange was davon, einfach um sicher zu gehen, dass alles funktioniert. Ja, neue Zündkerze nehmen, sicherheitshalber einfach nochmal einen Elektrodenabstand überprüfen und dann wieder reinschrauben. Natürlich mit Drehmoment und ja, vorher halt das Gewinde halt sauber gemacht, wenn das irgendwie alles verpekst und vergrießknallt war. Und einmal anziehen mit Drehmoment und dann rübergehen zur zweiten Zündkerze, weil der Motor hat halt so einen riesen Kolben, aber das habe ich ja auch schon mal erzählt, Zündkerzenwechsel bei Wick. Ja, nicht vergessen, unten den Deckel wieder drauf bauen, also der war ja noch ab, um unten an dem Polrad halt eben auf Zünd-OT zu stellen und alles wieder zusammenschrauben, auch alles mit Drehmoment und dann halt wie gesagt hier auf der Seite die zweite Zündkerze einmal wechseln. Aber auch dafür hatte ich ja schon mal so ein Mini-Video gemacht, einfach damit man mal sehen kann, wie das so alles vonstatten geht. So, dann alles zusammenschrauben, alles wieder hübsch machen. Ja, Schnuffel halt, wie gesagt, nicht vergessen da. Ja, Seitenverkleidung noch ranbauen und dann Öl einfüllen. So, jetzt kommt das gute Modul rein und auch das Wagner Mikrokeramik. 10% kommen da jetzt bei der Erstbefüllung halt auch mit rein. Jo, und dann wollen wir mal gucken, wie das so sich im Laufe der Zeit entwickelt. Ja, rein die Soße und dann starten. Jawohl, so, jetzt wisst ihr genau, wie das alles funktioniert bei dem Apparat. Ja, ist halt eben schon ein bisschen Arbeit, sagen wir es mal so. Der Vorteil dabei ist, ihr habt alles auf links gedreht und alles ist safe und alles ist einsatzbereit für die nächsten 6000 Kilometer. Ja, und ist auf jeden Fall nach wie vor ein cooles Moped, einfach so, ne? Und so ein riesen Einzylinder, ich sag mal, es ist irgendwie schon was ganz Geiles, wenn man das so sieht. Und Doppelvergaser habt ihr ja irgendwie jetzt auch gesehen. Zweimal 34, glaube ich, sind das, oder zweimal 36, zweimal 36. Und wie soll ich sagen? Wartet mal. Ja, das ist ja der Vergaser, ne? Und dann zweimal 36 ist schon Vieh. So, ne? Achso, ja, können wir nicht sehen. So, jetzt. Ja.
Also 2x36 ist hier quasi der Ansaugbereich. Und wenn man das jetzt mit den KTM 690 Motoren vergleicht, die haben ja, ich weiß gar nicht so ganz genau, irgendwas mit 48, 50, 52 oder sowas, soll der Ansaug sein. Ja, und oder soll die Drosselklappe sein. Also 2x36 ist ja schon ein 70er Durchmesser, das heißt, die zieht auch ordentlich Luft halt so, ne? Und es ist schon irgendwie ein bisschen lustig, dass man hier nie so wahnsinnig viel Tuning mit den Dingern gemacht hat, weil ich sag mal, wenn man sich hier Mühe gibt, kriegt man da eigentlich schon so knapp an die 80 PS raus, wenn man will. Dann ist es halt nicht mehr so mega haltbar und durch die beiden Ausgleichswellen und sowas ist der Motor halt nicht so, der ballert halt nicht so wahnsinnig, ne? Der zieht halt schön durch, aber der ist nicht so aggressiv. Dafür hat er halt eben einfach eine richtig gute Laufkultur. Für einen Einzylinder läuft der butterweich immer noch. Also ich schwärme da jedes Mal für. Und die drückt auch ganz ordentlich. Ist halt eben einfach kein Killer, ne? Also ist jetzt keine 625 SXC oder sowas oder eine 690er oder wie auch immer. Also richtig aggressiv ist so ein Motor halt nicht, weil wie gesagt, der hat viel zu viel Massen, die er dann bewegen muss. Und dafür ist der Apparat ja eigentlich auch nicht gebaut. Aber dafür hält so ein Motor schon mal locker 50.000 plus ohne Stress. So, und das ist halt eben schon mal ein echtes Mega-Argument. Klar muss man hier relativ viel immer so an Kleinwartungen machen. Das ist alles ein bisschen, naja, es nervt mehr oder weniger manchmal ein bisschen. Muss ich ja selber auch zugeben. Aber es ist einfach ein gutmütiges Moped und ein gutmütiger Motor. Und selbst wenn sich hier mal Probleme ankündigen, dann kannst du damit halt noch einmal so bis nach Hause fahren, wenn du gerade in Süddeutschland bist und wohnst an der Nordsee, ne? Also dann, das packt die schon. Ja, also mach die Mopeds fit, fahr so viel wie möglich Motorrad im Sommer, weil dann kann man ein bisschen Sprit sparen. Also wenn man ein Auto hat, was relativ viel Sprit durchjaucht, dann ist ein Motorrad automatisch gleich voll geil. Also ich werde jetzt auf jeden Fall zusehen, dass ich mit dem Moped irgendwie zur Arbeit fahre, weil, naja, man hat dann ungefähr so die Hälfte. Sagen wir es mal so. So, jetzt genug gelabert und euch eine schöne Zeit und dann bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Macht's hübsch. Prost. Ciao.